Ja, werte Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren und ganz ausdrücklich liebe Feuerwehrkameradinnen und Kameraden aus Stondorf, aus Schwandal und auch aus dem Vogelsbergkreis, insbesondere aus den Nachbargemeinden. Ich möchte euch als Ortsvorsteher auch nochmal ganz kurz ganz herzlich hier begrüßen und ich freue mich ganz besonders, dass ihr alle hierher gekommen seid. Nun, zuerst überbringen. Das ist meine erste Aufgabe, möchte ich die Grüße des Ortsbeirates Storndorf. Es sind auch einige Mitglieder hier anwesend, einige haben sich entschuldigen lassen. Der Ortsbeirat Storndorf in Vertretung der Bürgerschaft unseres Dorfes hier weiß ganz besonders, was hier geleistet worden ist. Ich möchte jetzt und auch einen Spruch, ich weiß nicht, ob er in der Bibel steht, bemühen, was zählt der Prophet im eigenen Land? Ich stehe ja nur in Feuerwehruniform hier. Also insofern will ich jetzt nicht auch noch bei mir selbst auf die Schulter klopfen und sagen, wie schön das alles war, was geleistet worden ist. Vielleicht ein kleines Beispiel nur mal. Mein Vater hat ja gesagt, es ist hier Split eingebracht worden, um die Fahrzeughalle herum ist Split eingebracht worden, eine ganze Ecke über 100 Tonnen. Und an einem Samstag wurden 70 Tonnen Split eingebracht. Die 70 Tonnen Split wurden wie folgt eingebracht. Hier vorne befand sich ein Riesenhaufen Split. Ein Mini-Bagger, den hat schwerpunktmäßig, glaube ich, der Albert bedient, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und dann gab es vier Leute, die hatten jeweils einen Schubkarren vor sich und haben den immer vorne beladen gekriegt und haben dann die Runde gedreht. Und je nachdem, wie weit wir waren, wurde es abgekippt. Und so wurde das im Laufe des Samstags immer höher und höher und höher. Da wurden an einem Samstag rund 70 Tonnen eingebracht. Und wenn man mal von 70 Kilo pro Schubkarre ausgeht, mal vereinfacht gerechnet, sind an dem einen Samstag 1000 Schubkarren eingebracht worden. Vier Freiwillige, 250 Schubkarren pro Mann. Jetzt gestehe ich war einer davon, deshalb trage ich es jetzt vor. Diese Halle hat eine Seitenlänge von ungefähr 10 Meter, rechnen wir mal 50 Meter der Weg, 250, also das ist eine ganze Ecke über 10 Kilometer mit einem vollen Schubkarren. Ich war abends kurz vorm Sauerstoffzelt. Also das muss ich ganz deutlich sagen. Also das nur mal so als Beispiel, was mir stark in Erinnerung geblieben ist. Und am darauffolgenden Samstag musste die Arbeit noch mehr herbeiführen. Also das war schon eine Sache, die mich so ein bisschen geprägt hat und auch in Erinnerung geblieben ist. Es war jetzt keine besonders anspruchsvolle Tätigkeit, aber es war eine kräftezehrende Tätigkeit und ich denke, es gehört beides dazu. Es gehört wie immer dazu Muskelkraft und auch Verstand, Fachwissen und nur so ist es hier gelungen, dass wir dieses hier schaffen konnten. Ja, eins ist mir auch noch ganz wichtig zu betonen, da lege ich besonders ganz viel Wert drauf, auch vielleicht ein bisschen im Hinblick auf meine zukünftige Funktion. Dieses Fahrzeug und diese Halle hier wird genutzt von der Feuerwehr. Sie wird genutzt von der Feuerwehr. Aber dieses Fahrzeug und die Halle hier gehört der Gemeinde. Und damit allen 3000 Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde Schwalmbach. Das will ich mal ganz deutlich sagen, weil es kommt ja dann auch immer wieder mal rüber, auch die Feuerwehr hat ja wieder ein schönes Auto gekriegt, schönes Spielzeug, was man so hört, Halle ganz genauso, wäre das wirklich nötig gewesen? Ich bin auch der Meinung, es war nötig und die Menschen in unserer Gemeinde profitieren direkt davon. Die Feuerwehr Storndorf wird natürlich in erster Linie in ihrem Heimatdorf tätig, aber zusammen mit den anderen Kameradinnen und Kameraden aus unserer Gemeinde in allen Ortsteilen. Das war in der Vergangenheit so, das ist heute so und das wird auch in Zukunft so bleiben. Ja, ich komme nun, wie ich gesagt habe, schon ans Ende meiner Ausführungen. Ich wünsche der Feuerwehr nicht, weil das wäre utopisch, keine Einsätze zu haben. Das wird nicht eintreten. Es gab in der Vergangenheit Einsätze, wir werden auch in Zukunft Einsätze haben. Was vielleicht bemerkenswert ist, seit das Auto bei uns steht, letztes Jahr im Dezember, war das nicht ein einziges Mal richtig im Einsatz. Und wenn man mal die Statistikzahlen sich anschaut, so der letzten Jahre, also die Feuerwehr Storndorf hätte normalerweise schon einige Einsätze jetzt gehabt in der Zeit. Jetzt kann man sagen, ist das ein gutes Omen, ist das überhaupt ein Omen, wie auch immer. Der Tag wird kommen, vielleicht schon heute, wir wissen es nicht, wann das Auto in Einsatz gehen muss. Und für diesen Tag hoffe ich, dass alles glatt geht, wünsche den Menschen in Schwalmtal, dass sie Stellhilfe bekommen
und wünsche den Kameradinnen und Kameraden hier von der Feuerwehr Staundorf, dass sie allzeit gesund wieder aus dem Einsatz zurückkommen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.